Willkommen zu deiner persönlichen Beratung im BITS. Du hast die Berufswahl. Wir zeigen dir deine Interessen, Stärken und Möglichkeiten. Was habt ihr in der Einzelberatung gemacht? Ich kann zuerst mal mit dem Berufsberater darüber reden, was ist mein Themenbereich, wo würde ich gerne arbeiten, wo bin ich am besten drin, bin ich lieber im Büro oder bin ich lieber unterwegs, tue ich körperlich gerne arbeiten. Ich habe mehrmals mit der Berufsberaterin Gespräche gehabt und sie hat mir empfohlen, eine Mentorin zu haben. Und da ich eben noch nicht lange in der Schweiz bin, habe ich eben gefunden, dass eine Mentorin eine gute Möglichkeit ist. Wir haben herausgefunden, mit so Tests und so Bildern und so, was für mich passt. Dann haben wir ein bisschen darüber geredet, was ich mir alles vorstellen könnte. Ich habe einige Berufe aufgezählt. Hat sie mir gesagt, hat sie mich nach meinem Interesse gefragt, also jetzt auch hobbymässig und so. Nachdem bin ich dann auch geschnuppert und habe mir das angeschaut. Weshalb hat dir das für die Berufswahl geholfen? Weil ich jetzt ein bisschen mehr vorstellen kann, was ich jetzt als Beruf machen könnte und was eher nicht. Es hat mir geholfen, weil ich ein paar Berufe in meinem Kopf hatte. Aber die einen konnte ich dann ausschliessen, weil die einen wirklich gar nicht zu mir gepasst haben und auch nicht mit meinem späteren Leben dann wahrscheinlich zu tun haben werden. Und dann hat sie mir auch gerade gesagt, wie ich mich am besten bewerben kann. Und was unbedingt in der Bewerbung drin stehen muss, was ich unbedingt erwähnen soll, weil ich das und das als Hobby oder in der Freizeit mache, was gut ankäme. Und sie hat mir auch gerade eine Liste gegeben mit dem Ort, wo ich mich bewerben könnte oder auch schnuppern könnte. Und das konnte ich dann schön abarbeiten. Warum soll jemand in eine Einzelberatung gehen? Es hat einfach nochmal auch beim Charakter bestätigt, was zu mir passt und was zu mir gehört und wie ich bin. Und es hat mir einfach geholfen, was wirklich zu mir wirklich passt. Falls er nicht weiss, was er werden will. Und sie können auch sagen, zum Beispiel kannst du da schnuppern oder das wäre gut für dich und ja. Was bleibt dir besonders in Erinnerung? Auf jeden Fall, dass ich jetzt weiss, was ich machen will. Und das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich denke, dass sie, es wird mir in Erinnerung bleiben, dass sie mir die Augen aufgemacht hat, dass sie mir gezeigt hat, wie wichtig ist das eigentlich, dass man sich das genau überlegt, was man machen will, sich genau überlegt, was ist das, was muss man nachher machen. Dann wirklich nicht nur auf einen Job dann so fixiert sein, sondern einfach schauen, was kommt. Dass mir mein Berufsberater geholfen hat bei der WMS-Entscheidung. Ich habe zuerst nicht gewusst, dass ich WMS mache. Ich habe sie schlussendlich gemacht. Vor allem die verschiedenen Tipps und die verschiedenen Kärtchen, die sie gezeigt hat und die ganz vielen Briefe, die es überhaupt gibt, die ich gar nicht gewusst habe. Und auch während der Lehre noch ein bisschen zu geben. Und jetzt hat sie mir mitgeben auf den Weg. Und ja, ich bin dankbar dafür. Was sind deine Tipps, um sich optimal auf eine Einzelberatung vorzubereiten? Dass man auf jeden Fall mit den Eltern zuerst ein bisschen, über das so redet und sich auch ein bisschen vorbereitet. Also zum Beispiel, vielleicht hat man irgendwelche Unterlagen, die man mitnehmen kann, um zu zeigen. Also man soll sicher zuerst mal den Interessenskompass bei berufsberatung.ch machen. Einfach fragen, also fragen ist ja kostenlos, immer fragen, was man will. Aber sonst einfach offen sein für alles. Aber wenn sie jetzt kommt und sagt, ja, wäre doch nicht Krankenschwester etwas für dich und man findet, nein, überhaupt nicht, soll man sich trotzdem anschauen, weil die Personen wissen ja, wovon sie sprechen und ja, und du halt nicht. Komm ins BITS. Nutze unsere Angebote. Hast du Fragen? Dann schau vorbei auf www.berufsberatung.zh.ch.